Kommt nun das Ende der Täuschungen, trennt sich die Spreu vom Weizen. Wir haben eine enorme Zeitqualität am 10.9. durch das Vollmondportal, was sich öffnet, gepaart mit dem letzten Portaltag. Und das zusammen ist eine überwältigende Energie. Ich erkläre euch in diesem Video, was wir daraus lernen können, was das mit uns macht und welche Chancen wir für die Zukunft daraus schöpfen können. Wir erhalten eine intensive Vollmond-Energie-Meditation, die euch auf jeden Fall helfen wird. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gleich geht's los. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Ja, und jetzt tauchen wir gleich mal ein in dieses Thema. Ist das Ende der Täuschung jetzt da? Trennt sich der Spreu vom Weizen? Wir sind ja jetzt im September, am 10. September in der intensiven Vollmondenergie und wir ernten sozusagen, was wir die ganze Zeit gesät haben. Nicht nur wir persönlich ernten, was wir gesät haben, sondern auch in der Politik wird das geerntet, was gesät wurde. Und wir wissen, dass da einiges durcheinander gekommen ist. Wie wird es jetzt weitergehen? Was darf zu Ende gehen und was darf neu geschehen? Welche Konflikte stehen auf konträren Ideen und lassen sich dadurch gar nicht lösen? Oder ist jetzt gerade diese Mond- und Portalsenergie dazu da, diese Konflikte zu lösen? Denn es sieht so aus, dass wir die falschen Interpretationen, die in letzter Zeit gefällt wurden im Außen und vielleicht auch bei dir im Inneren, dass die sich jetzt zeigen und wir da einen besseren Durchblick haben können. Das bringt diese Vollmondenergie mit sich und letztendlich öffnet sich ein sehr, sehr großes Portal mit wirklich starken Energien, die uns dabei unterstützen, den richtigen Weg für uns zu finden und unsere innere Freiheit zu festigen und dann auch voranzugehen in dieser Freiheit, sie auch zu nutzen. Sie wird uns sehr stärken. Jetzt, bevor es soweit ist, sind wir wahrscheinlich oder viele von uns von den heftigen Energien ja ziemlich gebeutelt. Also mir geht es so, ich fühle mich schon die ganzen letzten 2, 3 Tage so müde. Also ich stehe auf, trinke ein Glas Wasser und gehe mal raus in den Garten, schau mal, was da los ist und gehe wieder ins Haus und dann bin ich irgendwie schon wieder müde. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, diese Energie, die da zurzeit jetzt über das Vollmondportal zu uns kommt. Aber letztendlich gibt sie uns auch die Möglichkeit zu reinigen, das zu reinigen, was uns schwächt. Es kann also sein, dass du vielleicht Kopfschmerzen hast oder dass du einfach gereizt bist, dass du keine Lust hast, irgendwas zu erklären oder über irgendetwas zu sprechen und dass dein Nervensystem ziemlich dünn ist zurzeit, dann kann ich dir sagen, das liegt an den Energien und es wird sich auch wieder ändern. Wichtig ist einfach, und das habe ich auch gemacht, mich wirklich ganz intensiv geerdet. Ich habe Wasser, viel Wasser getrunken und bin auch im Wald spazieren gegangen, sozusagen ein Waldbad habe ich genommen und das hat mich wieder ja in die Mitte gebracht und deswegen habe ich dann gedacht, ich erzähle euch das unbedingt, denn sonst verzweifelt man ja mit diesen Energien, die einen irgendwie so schwach machen und man denkt, oh Gott, was ist denn nur los? Ich komme im Moment überhaupt nicht in meine Kraft. Was ich auch sehr gerne mache, ist mit Bäumen sprechen. Das habe ich früher schon gemacht, als mit 10, 11 Jahren bin ich in den Garten und wir hatten da einige Bäume. Ich habe die einfach so umarmt und so meinen Kopf so an die Rinde geschmiegt und gespürt, was mir der Baum zu sagen hat. Und meistens habe ich ganz viel Energie bekommen, die mich dann aufgebaut und stark gemacht hat. Ich wurde damals ausgelacht. Später, als ich das dann meinem Ex-Mann erzählte, der hat gesagt, du spinnst ein bisschen.
Aber das habe ich einfach so stehen gelassen, weil es war mir viel wichtiger, diese Energie zu bekommen. Und andere Menschen, zum Beispiel ein Jäger, bei uns im Ort gab es einen Jäger, der hat mich auch gefragt, wo nimmst du immer deine große Kraft her? Dann sage ich es ganz einfach, ich umarme die Bäume und der hat es verstanden. Also es gibt solche und solche Menschen und ich bin sicher, ihr findet für euch auch etwas, was euch ganz viel Kraft gibt, durch diese Zeit hindurchzugehen. Was man heute sehr gut machen kann, ist ein Mondwasser herstellen. Und zwar nehmt ihr einfach eine Flasche Wasser, stellt sie am 10.9. auf das Fenster in eurem Haus, wo das Mondlicht draufschaut, oder vielleicht im Garten, wo das Mondlicht ist. Stellt es einfach dahin und es wird sich aufladen. Und ihr könntet euch auch noch dann in einer Meditation mit dem Wasser verbinden und eure Wünsche dort hineinfließen lassen. Das ist etwas Gutes, was uns auch hilft, uns zu stärken. Wichtig ist es zu wissen, dass sich auch im Außen jetzt an diesen Tagen auch etwas tun kann, dass noch mehr Täuschungen, gerade in der Politik, sichtbar werden, dass der eine oder der andere sich verstrickt in komischen Aussagen und dadurch dann auch das erntet, was er verdient, weil eben ja viele Täuschungen schon die ganze Zeit unterwegs sind und uns von unserem Weg abbringen möchten. Und es geht so von meinem Gefühl her, ist es meistens eine Energie, die oberflächlich und machtausgerichtet ist, die uns gar nicht so sehr für unser allerhöchstes Wohle dient. Und wenn wir jetzt noch einen Blick auf das kosmische Wetter in Anführungsstrichen werfen, dann werden wir feststellen, dass Sonneneruptionen stärker sind, dass die eine größere Energie haben und uns zusätzlich auch noch müde machen können. Und wenn wir jetzt noch zu den geomagnetischen Energien schauen, die sich daraus ergeben, werden wir fühlen oder manche von uns werden es fühlen, dass wir ja noch mehr auf uns schauen sollten. Wichtig ist in diesem Aspekt für sich selbst sehr gut zu sorgen. Also sich schöne Dinge vorzunehmen. Und wie gesagt, das Waldbad ist ganz wichtig. Oder einfach mal auszuspannen, einfach mal nichts zu tun. Das tut der Seele gut, denn sie muss ja all diese Energien verarbeiten, die hier in dieser Zeitqualität gerade stattfinden. All diese Sonneneruptionen oder geomagnetische Energien erhöhen die Energie noch mehr und das trifft alles zusammen, jetzt gerade am 10.9. und wirkt 2, 3 Tage vorher, 2, 3 Tage nachher. Also wir haben insgesamt ungefähr 5 Tage in dieser Energie, mit dieser Energie zu tun, mit dem Höhepunkt am 10.9. Und vielleicht habt ihr eine Idee, was jetzt euch besonders gut tut in dieser Zeit, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare und teilt es mit uns. So kommt vielleicht der eine oder der andere auch auf eine Idee, dies gleich zu tun. Was auch Schönes ist, wenn man Solfeggio Frequenzen anhört und sich von diesen Frequenzen tragen lässt. Zum Beispiel haben wir ja mittwochs und freitags immer hoch aufgeladene Energievideos und die kann ich euch nur sehr empfehlen. Was ihr euch überlegen solltet, wo brauche ich mehr Freiheit? Diesen Satz, der passt sehr gut zu dieser aktuellen Portalenergie. Wo brauche ich mehr Freiheit? Wo und wie kann ich es verwirklichen, diese Freiheit zu leben? Und das werden wir in der Meditation gleich zusammen machen. Es wird ganz viel Energie fließen und ganz viel Kraft zu euch kommen, sodass jeder das, was für ihn passt, daraus schöpfen kann. Und es ist mir sehr wichtig, dass diese Energie zu euch fließt. Und so wünsche ich euch jetzt gleich auch ganz viel Freude bei dieser Meditation und wir nutzen also diese große Vollmondenergie und die Portaltagsenergie und die Sonnenenergie in dieser Meditation und werden dadurch innerlich komplett neu aufgestellt, gestärkt und werden den Weg für unsere Freiheit in einem neuen Licht sehen. So, jetzt sprühe ich mich noch ein mit meinem Ursprungslicht.
Das ist mir ganz wichtig, mit der Fülle natürlich, die alles verstärkt und mit der 909 jetzt auch. Und wünsche euch ganz, ganz viel Kraft, die ihr aus dieser Meditation schöpfen könnt. So schließe nun deine Augen und komme mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit hinein. Atme dabei das Licht der Liebe ein und spüre, wie dieses Licht in dein Herz hineinfließt, sich mit deiner Seele verbindet und zu strahlen beginnt. Spüre, wie du dich ausdehnst und wie es ganz still um dich herum wird. Fühle die Stille der Liebe und die Kraft deiner Seele. Konzentriere dich nun auf das sanfte Licht des Mondes, der in seiner vollen Größe am Nachthimmel erscheint. Beim Einatmen ziehst du die Energie des Mondes über deinen Kopf herab. Beim Ausatmen stellst du dir vor, wie dieses silberne Licht deinen ganzen Körper ausfüllt. Das silberne Mondlicht führt dich zu deiner inneren Stimme in deinem Herzen. Spüre in dich hinein, was hat diese Stimme dir zu sagen? Höre mit offenem Herzen zu, denn diese Stimme zeigt dir deinen Weg und deine innere Wahrheit. Sie sagt, es ist jetzt an der Zeit, sich der Wahrheit zu stellen. Es ist jetzt an der Zeit, all die Lügen und Täuschungen zu erkennen und sie loszulassen. Die dich oder uns die ganze Zeit zurückgehalten haben. Es ist jetzt an der Zeit, in unsere Kraft zu treten und unseren rechtmäßigen Platz in der Welt zurückzufordern. Denn wir sind das Licht der Welt. Und es ist an der Zeit, dass wir zu leuchten beginnen. Es ist an der Zeit, unser Licht noch mehr strahlen zu lassen und zusammen zu helfen, das Licht auf der Erde zu vergrößern. So spüre nun, wie bei diesen Worten das silberne Mondlicht zu dir fließt. Deine Seele stärkt
und deine Sinne schärft. Deine Seele stimmt sich jetzt auf die Frequenz der Wahrheit ein. Deine eigene Energie erhöht sich und du fühlst, dass du ein Wesen des Lichtes und der Liebe bist. Und du weißt, dass es an der Zeit ist, dass du dich daran erinnern sollst, wer du in Wirklichkeit bist. So halte nun deine Hände mit der Handfläche nach oben und empfange die Energie des Mondes. Sie fließt voller Kraft in deine Handchakren hinein und von dort in dein Energiefeld. Sie zeigt dir den Weg in deine eigene Freiheit. Sie hilft dir, die Ketten zu sprengen, die dich daran hindern, frei zu sein. Und du spürst, dass du jetzt frei bist, der oder die zu sein, der oder die du wirklich bist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um die Energie so intensiv wie möglich zu spüren. Sprich nun mit deiner inneren Stimme. Hier bin ich. Ich bin hier. So sei das Licht, das du bist, und lass dein Licht leuchten. Spüre die neue Kraft in dir, die sich angesammelt hat und bereit ist, dich zu unterstützen. Und so darfst du diese Kraft und diese Freiheit mit in deine Dimension hineinnehmen, mit in dein alltägliches Leben. Und so komme nun langsam wieder in deine Dimension zurück und freue dich über alles, was gerade geschah. Spüre deine Freiheit und deine Kraft, denn du bist es wert, geliebt zu werden. Und so bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dir für dein Licht und deine Liebe. Ich persönlich fühle mich wie neu ausgerichtet, kraftvoll und stark und bereit, meine Aufgaben anzugehen, den Weg des Lichtes weiterzugehen. Ich hoffe, es geht dir auch so. Schreib bitte unten in die Kommentare hinein, wie du dich fühlst und was du für dich jetzt am liebsten ändern möchtest, wie du deine Freiheit leben möchtest, was für dich wichtig ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, bitte ich dich um ein Like
und teile es mit anderen Menschen, damit noch viele Menschen in diese neue Kraft, in diese Freiheit hineinkommen mögen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns zum nächsten Video. Alles, alles Liebe, ein Küsschen und eine Herzensumarmung. Bis bald.